Die Schlacht um die ostukrainische Großstadt Sjewjerodonezk wird das Schicksal des gesamten Donbass entscheiden. Diese Überzeugung vertritt der Generalstab der ukrainischen Armee, die sich dort der Übermacht des russischen Militärs entgegenstellt. Der Gouverneur der Region Luhansk bestreitet weiterhin die Darstellung der Gegenseite, wonach Sjewjerodonezk fast komplett unter russischer Kontrolle stehe. Es gibt eine dynamische Grenze, eine sogenannte Grenze, die die Stadt in zwei Teile teilt, einen besetzten Teil und einen Teil unter unserer Kontrolle. Diese Grenze kann sich sogar innerhalb eines Tages erheblich verschieben. Wenn wir 3, 4 oder 5 Häuser zurückerobern, verschiebt sich die Verteidigungslinie in eine völlig andere Richtung. Der Gouverneur räumte ein, die russische Armee kontrolliere mehr als 90% des Gebiets der Region Luhansk. Es bestehe aber noch keine Gefahr der Einkesselung, wie im Fall der Hafenstadt Mariupol. In der benachbarten, selbsternannten Volksrepublik Donetsk sind nach Angaben der russischen Agentur TASS 3 Ausländer zum Tode verurteilt worden. Ein Gericht urteilte, die 2 Briten und ein Marokkaner hätten in den Reihen der ukrainischen Streitkräfte gegen die Russen gekämpft. Die Männer können Berufung einlegen. Das russische Verteidigungsministerium veröffentlichte diese Aufnahmen eines unbekannten Ortes und Datums. Gezeigt wird der Einsatz des Kurzstreckenflugabwehrsystems Strela-10, das eine mutmaßlich ukrainische Drohne trifft. Dadurch sei eine Aufklärung der russischen Linien verhindert worden. Ebenfalls veröffentlicht wurden Videos des Mehrfachraketenwerfersystems Uragan, dessen Beschuss ukrainischen Artilleriestellungen gegolten habe. Parallel zu einem NATO-Manöver im Ostseeraum hat auch Russland dort mit einer sogenannten planmäßigen Gefechtsübung begonnen, an der 20 Kriegsschiffe und Boote beteiligt sind.